So, ich habe mal eine den nächsten Wochen mehrere Schulungen. Dafür benötige ich Remote Desktop Services mit einer kompletten Office-Umgebung. Ich wäre nicht ich, wenn ich nicht dahin gegangen wäre und hätte mir überlegt, wie sinnvoll kann man denn dieses abbilden mit dem neuen Server 2022 Zustand August 2021. Ich bin also losgegangen, was brauche ich denn alles für meinen Remote Desktop Services? Logisch, ich brauche einen Domänencontroller. Diesen Domänencontroller, den habe ich jetzt nun auch hier. Da ich Remote Desktop Services gesichert einsetzen wollte und möchte, habe ich mir überlegt, dass ich dafür natürlich selbstverständlich meinen Zertifikatsdienst benötige auf Basis des Active Directories. Den habe ich installiert, konfiguriert. Auch dieses wurde ja schon in vorhergehenden Videos kurz zelebriert. Das Ganze habe ich dann mit der Gruppenrichtlinie aktualisiert, verteilt, sodass jeder meiner Computer, die ich für diesen Kursbereich benötige, auch ein entsprechendes Zertifikat besitzt. Neben dem ersten Domain-Controller habe ich auch einen zweiten Domain-Controller bereitgestellt. Dort allerdings bin ich sehr sparsam mit dem Hausspeicher umgegangen und natürlich meinen Remote Desktop Services. Auch der läuft unter dem Server 2022 zukünftiger Microsoft Windows Server. Warum? Einfach weil er da ist, weil ich ihn teste und weil es Sinn macht, ihn durchaus auch mal zu testen. Was hier gleich auffällt, ist die Besonderheit, die Verbindung von Hyper-V. Wir arbeiten ja hier mit Microsoft Windows 11. Zu diesem Server hakelt manchmal ein bisschen. Das sieht man hier relativ deutlich. Das ist jetzt alles nicht so schlimm. Aber es ist existent. Man braucht da einen Moment. Das war jetzt Echtzeit. Er braucht wirklich einen Moment, dass das dann hinterher abgedatet wird. Ich habe natürlich eine Microsoft Windows 11 Variante aktiv, die auch dem aktuellen Zustand der Ist-Entwicklung darstellt. Das heißt, wir sind hier bei dem Bildstand Punkt 120. Ich möchte doch glatt mal gucken. Nee, ich habe die alle schon umgestellt auf die Konfigurationsversion 10. Also das ist jetzt nicht der Grund dafür. Diese Remote Desktop Services habe ich tatsächlich nach Standardvorgabe installiert. Bin also genauso wie in den Vorgängervarianten losmarschiert. Habe erst meine entsprechenden Zertifikatsdienste überprüft mithilfe der Microsoft Management Konsole habe ich nur mal nachgeschaut, ob denn ein Zertifikat auch verteilt worden ist. Und da sehe ich hier, es ist geschehen, von der Next AG ist für diesen Computer ein Zertifikat lokalen Ursprungs verteilt worden. Dann habe ich die Remote Desktop Dienste nach Vorgabe Rollen und Features installieren ausgewählt, indem ich hier gesagt habe, das möchte ich gerne tun. Allerdings auf Sitzungsbereitstellung. Das heißt, ich habe hier keine Virtual Desktop Infrastructure aufgebaut, sondern wirklich nur eine reine Sitzungsumgebung. Den Map Access habe ich mit bereitgestellt. Den Sitzungshost, der eben im aufmerksamen Betrachter wird es aufgefallen sein, noch keine Lizenz hat. 120 Tage kann ich dieses testen. Ich könnte jederzeit noch einen weiteren
Sitzungshost-Server hinzufügen, falls ich feststelle, ich habe 9 Teilnehmer zu versorgen, dass das vielleicht nicht ausreicht. Sinn und Zweck dieser Einrichtung ist tatsächlich, dass hier ein Office-Produkt auf Basis des Support-Bereiches unterrichtet wird. Und dafür habe ich nach der Desktop-Installation auch mein Office installiert, tatsächlich in Office 2016. Auch dieses in einer Test-Variante. Das wird wahrscheinlich vorher nochmal auslaufen, möglicherweise. Und habe in meiner Umgebung auch einen entsprechenden Exchange-Server bereitgestellt, allerdings einen Microsoft Exchange Server 2016, auch sehr interessant. Ich verbinde also hier 2016 mit 2022 Umgebungen und das sieht alles sehr gut aus. Ich kann mich also hier, was den Betrieb angeht, wirklich nicht beschweren. Allerdings sieht man ja, dass wir hier den Exchange-Server in dieser Hyper-V-Umgebung nicht bereitgestellt haben, wenn man ein bisschen rechnen kann. Die Remote-Desktop-Services haben sehr viel Arbeitsspeicher bekommen, maximal 16 GB. 16, 20, 24, 26, na, plus den Core, also ich sage mal, hier sind wir dann so bei rund 30, 32 GB. Das reicht sicherlich aus, vermutlich, vielleicht muss ich bei dem Remote Desktop noch ein bisschen weitergehen. Deswegen habe ich einen weiteren Hyper-V-Host bereitgestellt. Der läuft unter Microsoft Windows 10 und hat hier den Microsoft Exchange Server im Zugriff. Mit 16 GB, das ist leider nur eine 32 GB Maschine, die das hier abbildet. Und jeder weiß, Exchange Services sind nicht gerade 100% genügsam. Speziell Exchange Server 2016, wenn auch hier das sogenannte kumulative Update 21 von mir installiert worden ist. Das sollte funktionieren. Was habe ich weiterhin? Der Computer startet ja. Ich habe hier zum Testen einen Microsoft Windows 10 Arbeitsplatz. Und dieser Windows 10 Arbeitsplatz stellt nun Verbindungen zu meinem Remote Desktop Computer her. Soll also dann hinterher so laufen, dass Benutzer sich via Remote Desktop verbinden können und dann auch die entsprechenden Office-Varianten. Es geht in diesem Falle ganz explizit um Microsoft Outlook zur Verfügung gestellt bekommen. Und hierfür muss man halt einen Moment warten, bis der Restart durchgeführt worden ist. Und der läuft ja noch hier. Aber ich habe es eben schon mal, bevor der Restart gewesen ist, getestet. Das funktioniert sehr gut. Es ist relativ performant. Zum Unterricht, zum Training reicht es aus. Zum Realtime-Arbeiten, da benötigen wir sicherlich einige CPU-Kraft mehr, Speicher weniger, Festplattenzugriffe auch weniger, auch der hier läuft auf einer SSD-Umgebung. Das sollte eigentlich alles funktionieren, aber ich habe eben schon festgestellt, das muss man ja auch mal ausführen, dass diese Verbindungsumgebung, die wir hier haben, der ist momentan offline, dass die ein bisschen ja hakelig ist, also die ist nicht so schnell. Das reicht alles, um zu testen. Das reicht sicherlich dafür aus und auch bestimmte Dinge abzubilden. Aber zum richtigen Arbeiten benötigt man doch ein bisschen mehr Power.
Das muss man immer hierbei berücksichtigen. Ich mache jetzt mal die Fenster wieder zu. Ich habe nämlich keine Inaktivitätssteuerung auf dem Premiere Pro Desktop aktiviert. Wir können ja hier nochmal zum Abschluss einen Blick dahin werfen. Wir sehen es hier, da sind meine Serversysteme. Der Session Broker, der ja die entsprechende Verteilung durchführt zwischen Last und CPU. Ich habe nicht einen Gedanken dran verschwendet, sondern ich habe wirklich hier mehrere Netzwerkkarten als NIC-Team aufgebaut, um die Performance vielleicht doch durchs Nadelöhr zu pressen. Mit Gewalt möchte man schon fast sagen, aber merken in der Umgebung, in der ich mich hier momentan befinde, weniger. Ich bin gerade am Nachdenken gewesen, ob es denn sinnvoll wäre, gegebenenfalls hier noch einen Sitzungshost-Server hinzuzufügen, um die Last hier ein bisschen zu verteilen. Da könnte ich sicherlich noch mal ein bisschen drüber nachdenken. Die Sammlung habe ich ergänzt, nachdem ich ja alles installiert hatte, und habe jetzt auch die Umgebung geschaffen, die ich benötige, nämlich ob es nachher installiert, nachdem ich Remote Desktop Service installiert habe, und stelle diese Remote Apps jetzt auch alle bereit. Excel, PowerPoint, WinWord. Es geht in erster Linie nur Microsoft Outlook, die anderen sind nur Beiwerk. Könnte man das Ganze auch über eine Web-App, über den Webzugriff regeln? Ja, könnte man. Das wird aber in der Performance fürchterlich in die Knie gehen. Da bin ich mir recht sicher. Denn hier Remote Desktop Web. Und ja, ich habe ja entsprechende, man merkt es hier schon so ein bisschen, wenn ich jetzt hier meine Domäne nehme und nehme meinen Teilnehmer, Passwort sollte er vielleicht noch kriegen, ja. Das war okay, das ist auch alles gespeichert, aber das geht wirklich jetzt gleich los, wenn ich hier Word starte. Dann lastet der Remote Desktop Services fürchterlich aus. Und da sieht man schon, wenn ich die öffnen möchte, dann möchte er mich als Administrator anmelden. Da habe ich noch keine Konfiguration durchgeführt, aber diese Remote-Sitzung, die wird ja im Hintergrund auf diesen Server hier geöffnet. Es ging jetzt relativ zügig für Web-Desktop. Da kann ich auch nochmal das Outlook probieren. Dann habe ich wenigstens den Auswahl. Oh. Bin ich doch einigermaßen erstaunt, dass es so gut noch geht. Tatsächlich ist das zufriedenstellend. Gucken wir mal, wenn der Rechner geöffnet wird. Da hatte ich doch kürzlich dann noch ein paar Probleme. Ja, ich habe gerade ein Update. Och, das geht aber wirklich flott. Gut, das ist natürlich alles lokal, ne? Darf man nicht vergessen. Aber Windows Server 2022, der hat einige Verbesserungen, gar keine Frage. Aber die führen jetzt nicht dazu, dass wir wunderbare Performance erhalten. Sie ist gut, sie ist sehr zufriedenstellend, man kann sicherlich damit arbeiten. Und was ganz wichtig ist für diese Preview-Variante, es funktioniert einfach.